Ich begrüße Sie ganz recht herzlich zu unserer neuen Ausgabe des Marktblitzes im Monat Oktober. Der Blick auf den Gasmarkt zeigt uns, dass die Notierungen in den letzten Wochen signifikant angestiegen sind. Wir liegen bei den kurzfristigen Kontrakten Spot Frontmonat deutlich über 100 Euro im Moment. Aber auch der Frontjahreskontrakt hat sich in den letzten Wochen signifikant nach oben bewegt. Wir liegen jetzt mittlerweile im mittleren 60er-Euro-Bereich. Es sind im Prinzip nach wie vor diese fundamentalen Gründe, die ich in den letzten Monaten an dieser Stelle immer wieder genannt habe. Der Blick auf die Gasspeicher zeigt, dass die Niveaus in Deutschland, in Europa deutlich unter den Vorjahren liegen, was halt einfach zu diesen Versorgungsängsten vieler Marktakteure führt. Sollte der Winter gerade besonders kühl werden, dann kann es zu Engpässen am Markt kommen, verbunden mit dann möglicherweise sehr hohen Preisen am Spotmarkt. Und das sind im Moment so die Ängste, die viele Marktakteure haben. Und die Gründe, warum die Gasspeicher so niedrig liegen, sehen wir hier auf dieser Grafik. Hier sind abgebildet die Monatswerte, Gasangebot aus Russland, aus Norwegen und halt auch das Gasangebot, was aus LNG-Importen resultiert. Und wenn man sich mal die Summen anschaut der ersten 9 Monate 2021 im Vergleich zu den Vorjahren, dann sehen wir hier, dass deutlich weniger Gas zur Verfügung steht. Und das ist ein wesentlicher Grund dafür, warum die Gasspeicher so niedrig sind. Die LNG-Mengen, hier stehen wir in intensivem Wettbewerb mit Asien. Um die frei verfügbaren Mengen auf dem Weltmarkt in Asien steigen die Preise auch signifikant an. Dementsprechend ziehen auch hier die europäischen Hubpreise mit nach oben. Und dann haben wir hier noch Russland, deren Mengenangebot in den letzten Monaten gesunken ist. Hier gab es jetzt im September noch mal eine Meldung, wonach Gazprom weniger Kapazitäten der Yamal-Pipeline gebucht hat, also diese Pipeline, die durch Polen nach Deutschland führt. Das heißt, jetzt im Oktober kommen auch von der Seite weniger Mengen nach Europa, also Angebot sinkt weiter. Wir hatten auch in der letzten Zeit noch viele Wartungsarbeiten in der Nordsee. Also das ist alles zusammen ein Mix, der die Preise nach oben getrieben hat. Und zu guter Letzt spielt in diesem Zusammenhang dann auch immer noch das Thema Nord Stream 2 eine Rolle. Es gibt immer mehr Marktteilnehmer oder Stimmen, die vermuten, man könnte auch sagen, vielleicht befürchten, dass der kommerzielle Betrieb dieser Anlage erst im nächsten Jahr dann aufgenommen wird, beziehungsweise dann auch erst nach der Wintersaison. Und das ist das, was also die Marktteilnehmer beunruhigt. Es ist halt so, dass es dort bei der Pipeline noch ein Genehmigungsverfahren gibt und es kann sich durchaus noch einige Monate hinziehen, ist unsicher, aber ist halt möglich. Der Blick auf den Strommarkt und bei den EUAs zeigt uns, dass auch dort der Frontjahreskontrakt sich in den letzten Wochen deutlich verteuert hat. 160 Euro war der Schluss- oder der Settlementpreis gestern. Heute Morgen wurden sogar 180 Euro gehandelt. Also hier spiegelt sich im Prinzip die Entwicklung am Gasmarkt nieder, vor allen Dingen beim Frontjahreskontrakt. Was nun den Ausblick angeht, ist es jetzt vor allen Dingen abhängig, was beim Gas passiert. Von der Angebotsseite große Unsicherheit, wie gesagt, was das Angebot angeht aus Russland, aber auch an LNG. Das wird uns jetzt sicherlich noch eine Zeit lang bewegen. Es gab jetzt heute im Tagesverlauf Nachrichten vom russischen Präsidenten Putin, die unseres Erachtens ein bisschen darauf hindeuten könnten, dass Gazprom in den nächsten Wochen, nächsten Monaten vielleicht doch etwas mehr Gas zur Verfügung stellen könnte. Das hat heute im Tagesverlauf zu deutlichen Rücksetzern geführt. Aber man muss mal abwarten, ob das dann tatsächlich auch der Fall sein wird. Entscheidend wird auch sein in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, wie sich die Temperaturentwicklung darstellt in Deutschland, in Nordwesteuropa, aber auch insgesamt auf der nördlichen Halbkugel. Wir hatten letztes Jahr einen sehr kalten Winter in Nordostasien, dementsprechend dort ja auch die hohen Gaspreise. Wir müssen auch schauen, was in den USA passiert. Also sind alles Faktoren, die Preiseentwicklung in der nächsten Zeit weiter beeinflussen wird. Und dahinter steckt dann natürlich auch noch die ganze Marktpsychologie. Die Angst, die Preise könnten weiter steigen, es werden noch offene Mengen eingedeckt.
Und das alles führt einfach zu dieser Entwicklung, die so ein bisschen schon panikartige Züge im Moment hat. Also es ist jetzt kurzfristig sehr schwierig einzuschätzen, ob der Preisanstieg noch weitergeht. Über kurz oder lang gehen wir schon davon aus, dass deutliche Rücksätze erfolgen werden. Ob das jetzt im Monatsverlauf Oktober schon der Fall sein wird, müssen wir einfach mal abwarten. Es hängt viel von der Nachrichtenlage ab, die in den nächsten Wochen den Markt erreichen. Soweit vom Marktblitz in diesem Monat. Ich freue mich, wenn Sie im November wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.